Herr Dr. Bauer, ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller. Stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Ich mache die Suche nach Bormann und Mengele. Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Bauer hat eine neue Fährte und ich weiß nicht, wen er im Visier hat. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Ja, das wäre ein Knüller für den rachsüchtigen Fernsehstaatsanwalt, wenn er den lieben Onkel Eichmann finden würde. Ich habe den Mossad kontaktiert. Wir beginnen Landesverrat. Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten. Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Er ist besessen. Meine eigene Behörde ist Feindesland. Man sagt, dass sie im Exil Probleme mit der dänischen Sittenpolizei hatten. Der Jude ist schwul. Sagen Sie es mir ehrlich, bin ich ein Feind unseres Landes? Geben Sie nicht auf, Fritz. Bitte. Wir müssen unser Land vor seinen Feinden schützen. Ja, das ist wohl richtig. Interessieren Sie sich für die Jagd? Ja, aber nicht auf Tiere.